Hi. Boah, 20 Euro. Boah, ey. Ich bin Busfahrer. Darf ich jetzt aus meiner eigenen Tasche zahlen oder was? Ich hab jetzt hier nicht so viel. Jetzt 3,50 und 20 Euro Schein geben. Das ist ja nicht dein Ernst. Hier kriegst du 5 Cent Stücken zurück. Ja du, ich hab mir auch nicht ausgesucht, jetzt hier 20 Euro zu bekommen. Die kann ich nicht reinstecken. Die muss in mein Portemonnaie reinpacken. Dann muss ich wiederum das, was im Portemonnaie zu finden ist, als Wechselgeld da reinpacken. Wenn ich das nicht habe, muss ich daran denken. Wenn ich daran denke, meldet sich dann mein Chef bei mir. Ich krieg Ärger, Abmahnung. Verliere meinen Job, Frau und Kinder verlassen mich. Der Hund bleibt auch nicht bei mir, weil er denkt sich, naja, der kann jetzt auch kein Futter mehr kaufen, das arme Schwein. Und deshalb kriegst du das Ganze jetzt in 15 Cent Stücken. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht denkst du beim nächsten Mal daran, nicht unbedingt mit 20 Euro zu zahlen. Ja, ist Käse, wa? So, die wird sich freuen. Pokémon schwerer als eine Handelscheibe für Bodybuilder. Ja, hallöche Freunde der guten Laune, beste Zeitung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen weiteren Video hier bei Sippers und dies einmal mal wieder nach langer, langer Zeit meine komplette Route hier durch das wunderschöne Berlin, obwohl ich komme zwar aus Berlin geboren und aufgewachsen, so schön ist es halt auch nicht mehr, wie es vielleicht früher einmal war. Nichtsdestotrotz werden wir mit der Linie 245 Richtung Herzallee unterwegs sein und warum ich hier jetzt unterwegs bin, ganz einfach, ich will mir von dem guten Blaulicht-Fan, nehme ich mal ganz gerne nochmal seinen neuen Mod, den Real AI, ein bisschen genauer anschauen, denn der hat mich schon in dem kleinen Vorführungsvideo sehr begeistert. Der Real AI Mod, der ist im Übrigen auch in der Videobeschreibung verlinkt, der ist im Endeffekt nichts anderes als vielleicht wie viele andere KI-Mods, in dem wir, ja, sagen wir mal, andere Fahrzeuge haben, zumindest andere Fahrzeuge mit den jeweiligen Lackierungen, mit denen die NPC unterwegs ist. Aber der WeAI bringt noch wesentlich mehr, denn wir haben hier bis zu 100 verschiedene Fahrzeuge. Natürlich auch Fahrzeuge, die wir alle schon so ein bisschen kennen, die einfach nur eine andere Lackierung haben. Aber auch Fahrzeuge, die im Endeffekt, ja, vorher es gar nicht so richtig hier gab. Zum Beispiel, hier vorne sehen wir es ganz gut, hier haben wir nämlich einen LKW. Den gab es vorher nicht, die sind meistens immer so ein bisschen danach ersichtlich, dass zum Beispiel deren Windschutzscheibe, deren Seitenscheibe nicht ganz durchsichtig sind. Aber die fahren ja auch. Wir haben auch hier ganz kurz mal hier auch etwas ältere Fahrzeuge teilweise. Die können wir wahrscheinlich auch mal hier irgendwann im Laufe unserer Fahrt ein wenig sehen. Also das ist sehr cool gemacht. Wir haben mitunter auch, na gut, nee, der steht nicht an der Haltestelle, mehrere Fahrzeuge, die auch mal wirklich hier an so einer Haltestelle einfach mal stehen und dementsprechend auch mal wirklich hier ein bisschen im Wege stehen. Wir haben, so viele Sachen. Wir haben zum Beispiel auch Einsatzfahrzeuge, wie jetzt zum Beispiel die Polizei in diesen kleinen Sprinter, die aber auch auf Einsatz unterwegs sind. Also, ich sag mal, die haben Blaulicht und Sirene an. So richtige Einsätze fahren sie nicht. Wenn, müssen wir uns einfach mal ein bisschen angucken. Ich habe das Gefühl, sie fahren ein bisschen schneller. Das Spiel erlaubt es natürlich nicht, dass die, wenn die Sirene eingeschaltet haben, dass die anderen NPC-Fahrzeuge Platz machen. Aber das ist schon mal ziemlich cool. Also, wir haben auch andere Soundkulissen hier. Wie gesagt, neue Hupen, neue Sirenen und viele, viele andere Sachen. Ich finde es halt auch extrem cool, dass wir zum Beispiel nicht mehr diese selbigen Mercedes-Benz-Taxis haben, sondern auch andere Fahrzeuge oder andere Modelle, die ein Taxi sein können. Und dazu Originallackierung, also von, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn hier, nicht Freenet, aber diese ganzen Taxi-Unternehmen, diese ganzen Taxi-Apps, die sind da mittlerweile auch als Werbebanner auf diesen Fahrzeugen. Hier vorne zum Beispiel auch ein Polizeiwagen, mal ein bisschen anders hier in einen, was ist denn das für ein Verschnitt? Toyota? Nee, BMW, Verzeihung, ein Polizeiwagen in ein BMW. Also ich finde das sehr, sehr cool und das gucken wir uns jetzt einfach mal die gesamte Folge an. Wir haben sogar LKWs, kommen relativ selten vor, aber LKWs mit richtigen Auflieger, also richtige LKWs, die hier rumfahren, die gibt es so bei The Bus eigentlich gar nicht. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ich muss mich mal ganz kurz hier versuchen, ein bisschen. Nee, 1 zu 3 muss mich nicht, hier vorne halten wir. Ja, und ansonsten, ihr merkt es ja, ich habe auch andere Mods eingeschaltet, zum Beispiel original Klingeltöne, also neue Klingeltöne. Aber darum geht es jetzt hier eher weniger. Hier geht es wirklich nur ein bisschen darum, zu gucken, welches der neuen Fahrzeuge wir jetzt hier sehen. Wir haben Speditionsunternehmen wie DHL, Amazon Prime, die ihr auch alle kennt, die aber auch
Natürlich können wir es auch in zweite Reihe parken, aber noch ein bisschen anders in zweite Reihe parken. Halt da, wo wirklich auch mitunter Platz ist, aber halt auch ungünstig ist. Das heißt, es kann auch mitten in der Kurve so ein bisschen sein, zweite Reihe. Also da müssen wir halt auch so ein bisschen drauf achten, dass wir uns daran vorbeizirken. Ich freue mich tierisch, wie gesagt. Wir fahren jetzt die Linie hier. Eine knappe halbe Stunde werden wir jetzt unterwegs sein, mal uns ganz gemütlich machen. Und dann schauen wir mal so ein bisschen. Vielleicht auch ganz gut, das mal ein bisschen anzusprechen. Jetzt, ich nehme das Ganze jetzt hier am 1. April auf. Wahrscheinlich werdet ihr es am 2. April erst sehen können. Denn Aerosoft müsste jetzt rein theoretisch gesehen auch ihren eigenen, hauseigenen Mod-Contest endlich beendet haben. Das heißt, jetzt ab dem 1. April, 2. April müsste eigentlich auch mal die Nachricht herauskommen, welches der folgenden Mods denn zur engeren Auswahl stehen für den Contest. Und dann können wir paar Tage oder ein paar Wochen zumindest die Gewinner wählen. Darauf werde ich auch nochmal auf ein separates Video hier eingehen. Das gucken wir uns auch nochmal an. Und dann könnt ihr auch mal generell vielleicht in die Kommentare schreiben, welches der Mods euch am liebsten ist. Dann machen wir uns auch einen schönen gemütlichen. Ich bin gespannt. Meine Favorites sind mitunter auch jetzt aktuell der Real AI. Muss ich echt mal sagen, der gehört auch noch zur engeren Auswahl. Der hat sich nämlich ein paar Tage vorher releasen lassen. Und dann ist für mich ganz klar die vierte Map vom guten Gerd. Moin. Die ist auch schon gut 2 Wochen alt oder so. Die gefällt mir auch richtig gut. Die sind auch alle in den Mod-Contest dabei. Ich hoffe, die machen das auch. Für die etwas älteren Maps, Oberhafen-Map, Heinsberg-Map und die Ludwigshafener-Map von den drei Jungs, sieht es ein bisschen düster aus, weil die älteren Mods, ich sag jetzt mal von Anno 2022, 2023, die dürften bei diesem Mod-Contest nicht teilnehmen. Finde ich echt schade. Gut, ist halt so, wie es ist. Wäre auch vielleicht bis dato ein bisschen außer Konkurrenz, weil die drei, ich habe ja auch einen kleinen eigenen gemacht, da haben viele von euch mit abgestimmt. Vielen Dank nochmal dafür im Nachhinein. Vor einigen Wochen war auch das Endergebnis gewesen. Genau diese drei Jungs, die haben mit ihren drei Maps nämlich den ersten, zweiten und dritten Platz belegt. Also das sind halt auch wirklich die Mods, die mitunter am beliebtesten bei euch sind. Und deshalb ist es vielleicht auch verständlich, dass die vielleicht so ein bisschen aus den Mod-Contest fallen. Achso, was noch Neues gibt, ist, dass die Licht bei diesen Real KI auch überarbeitet worden sind. Die Lichter sind ein bisschen heller. Wir haben auch zwei unterschiedliche Lichter. Wir sehen es hier gerade hier links am Audi, aber auch hier auch ein anderes Fahrzeug. Guck mal, das gibt es hier auch gar nicht mehr bei Sebas. Die haben Xenon-Scheinwerfer. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Das heißt, wir haben auch mal so ein bisschen bläuliches bis hin zu gelbliches Scheinwerferlicht. Und wie gesagt, bei Abend ist es ein bisschen heller. Es gibt doch hier und da ein paar Probleme. Aber wie gesagt, man muss mit dem auskommen, was man bekommt, weil auch die Modder müssen ja ins Spiel eingreifen und nicht alles ist genauso möglich, wie es vielleicht manche Entwickler quasi möglich machen könnte. Aber ich finde es halt immer wieder toll, dass die Leute halt gerade um Sebas was, und zu dem Thema kommen wir auch, eigentlich echt Community-Fanfreundlich ist, auch vielleicht ein paar Sachen hier und da mal weglässt, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr im Verkehr arbeiten könnte. Zum Beispiel haben wir leider ja natürlich immer noch keine NPC bzw. KI-Busse, die hier rumtouren. Wirtschaftsmodus, davon bin ich jetzt auch erstmal noch ab, aber wenigstens mal ein paar KI-Busse, die hier rumfahren, das wäre auf alle Fälle eine schöne Sache. Nichtsdestotrotz muss aber eins loswerden. Wir hatten ja so ein bisschen das Thema auch gehabt in den letzten Wochen und Tagen. Dazu wird auch da wieder mein separates Video kommen, weil ich werde auch wieder beim Fernbus-Simulator ein bisschen herumfahren, bei den neuesten Pullen, die ich sehen habe, die mir persönlich gut gefällt, weil viele Sachen hier von Sebas damit übernommen worden sind, gerade mit der neuesten Unreal Engine 5 oder mit der aktuellen Unreal Engine 5, so neu ist sie mittlerweile auch nicht mehr. Ist die Map richtig stark geworden. Mir stößt halt der Preis, die Performance, daran kann man immer noch arbeiten, Updates, aber der Preis stößt mir immer ordentlich auf. Nur knapp 30 Euro sind wir dabei und natürlich, dass noch keine Konsolenversion davon herrscht. Aber nichtsdestotrotz ist die Map sehr, sehr schön geworden und da ist mir auch im Zuge dessen eingefallen, wir bezahlen für Pullen DC 30 Euro und TMA Studios macht es aber möglich, noch wo er schon seit einigen Zeitraum hier neueste Linien und Fahrzeuge einzufügen für Lau, für gar nichts. Also das finde ich richtig geil. Und es erwartet uns, dazu habe ich auch ein Video gemacht, kann ich euch auch gerne mal verlinken, bald eine neue Linie, nämlich die Linie 142 von Wedding aus, Karstadt so die Richtung, Richtung Warschauer Straße war es auch gewesen, über Rosa-Luxemburg-Platz. Also darüber freue ich mich schon sehr doll. Rosa-Luxemburg-Platz oder Rosenthaler Platz, für mich auch die Gegenden, wo ich früher mal ganz gerne feiern war. Also auch so ein bisschen Dreh, hoppala.
Dreh- und Angelpunkt zu dem, was ich so ein bisschen kenne. Und der Wedding auch, also ich bin jetzt nicht im Wedding aufgewachsen, aber ich komme aus Pankow und ich habe es damals schon mal erzählt, meine Mutter war öfters mit mir in einem Wedding bei Karstadt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, aber von da aus starten wir nämlich. Deshalb bin ich ja schon ziemlich gespannt. Also wir kriegen auch, wir müssen ja immer festhalten, diese ganzen Linien, die wir hier bei Sebas bekommen, die reihen sich natürlich an den alten Linien an. Also das heißt, wir haben einen gewissen Dreh- und Angelpunkt auf dieser Map und dazu verbindet sich das irgendwie annähernd zur Hälfte. Und aber mit der neuen Linie 142 kommen viele, viele neue Straßen dazu, viele, viele kleinere Straßen auch. Da bin ich auch ganz neu gespannt, mit den Bussen da durchzuzirkulieren. Und ich glaube, das macht dann die Map mal wieder noch ein bisschen besser, weil aktuell, muss ich ehrlich gestehen, bin ich eher selten hier in Berlin unterwegs, denn es ist halt auch nicht mehr allzu viel in Berlin los, wa? Also, wenn man erstmal hier durchgefahren ist, wir haben einige Linien, aber irgendwie finde ich es immer schön, auf den anderen drei Linien unterwegs sein, mittlerweile auch auf den anderen vier Linien, denn wie gesagt, wir haben ja auch die vierte Linie, die ist auch sehr schön geworden. Ich finde es immer wieder schön, wie viel Mühe sich die Leute ringsherum darum bemühen. So, da geht es jetzt weiter Richtung Kirchstraße, Altmoabit. Zeit sieht sehr gut aus, wir sind sogar ein bisschen zu früh dran, obwohl ich, wir können mal gucken, eigentlich normalerweise Fahrzeug maximal eingestellt habe. Ja, so ist es. Verkehrsdichte ist alles hoch eingestellt. Das kann natürlich in der Straße, je nach Zeitraum, aktuell natürlich ein bisschen leerer sein. Wir haben es gerade 12.30 Uhr. Ein bisschen weniger los. Es ist natürlich jetzt gerade aktuell vielleicht Arbeitszeit, Schulzeit, all solche Sachen. Und ja, wir können ja mal gucken. Also wie gesagt, aktuell gab es noch nicht allzu viel zum Real KI zu sehen. Ein paar neue Fahrzeuge, hier und da ein paar andere Fahrzeuge mit anderen Lackierungen, die wir sonst nicht so kannten. Aber jetzt noch nicht die großen Bringer. Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal einen Einsatz bekommen. Wie gesagt, kann aber auch natürlich immer noch sich darauf beziehen, unter welcher Zeit wir gerade unterwegs sind. Also wir mitten in der Mittagszeit, da ist halt generell nicht viel los. So ab 16, 17 Uhr, da ist dann doch eher Berufsverkehr. Da könnte dann wesentlich mehr los sein. Nö, und das wird auch die nächsten Wochen dann auf uns dann so ein bisschen warten. Wir gucken uns dann den Mod-Contest an, die engeren Auswahl, also die Kandidaten, die in der engeren Auswahl geraten sind. Und dann machen wir uns einen richtig schönen gemütlichen, würde ich sagen. Bei Sebas sowieso immer gucken, was Neues gibt. Wenn es neue Updates gibt zu den Maps, dann sind wir auch gleich da mit dabei. Ich weiß, dass zum Beispiel der gute Pascal mit seiner Ludwigshafener Map bald eine Map-Erweiterung vorstellen wird. Der hat ja schon, dazu habe ich aber auch ein Video gemacht, schon so ein bisschen vorgestellt. Er baut nämlich gerade so ein bisschen in der Stadt die Kirmes auf. Und ich weiß, dass der gute zum Beispiel auch so ein bisschen auf der Kirmes tätig ist. Und anscheinend geht er jetzt einfach wirklich jetzt zu Ostern hin. Anscheinend ist am Wochenende so die Kirmeszeit los. Deswegen ist jetzt auch gerade das Hauptthema Kirmes in Ludwigshafen. Und die wandert jetzt einfach umher. Also sie baut da gefühlt jetzt erstmal in den nächsten ein, zwei Wochen jeden Tag oder alle drei Tage überall mal woanders auf. So eine Fahrkarte für den guten Herrn ABC. Dann ein Einzelfahrschein. Das Ganze mit Karte. Ich habe jetzt ungefähr Ticketverkäufe auf 5% eingestellt, ganz ehrlich. Also ich fahre ja auch öfters mit dem Bus. Es kauft keiner mehr Busfahrkarten. Allein schon, weil ihr nicht mehr vorne, es ist wirklich doof an, aber früher war es noch ein paar Jahre gewesen, noch vor Corona-Zeit, wir mussten vorne einsteigen, Fahrkarten vorzeigen. Das haben sie irgendwann sein lassen, weil wahrscheinlich auch dann, sagen wir mal, die Fahrt an sich dadurch gestört worden ist und die Busfahrer natürlich dementsprechend vielleicht langsam unterwegs waren. Und da sollte man trotzdem vorne einsteigen und irgendwann war es dann nur noch, ja, dann wegen Corona natürlich nur noch hinten gewesen und jetzt überall eigentlich Möglichkeit wieder einzusteigen. Das hat man ganz schnell wieder rückgängig gemacht. Und dementsprechend kaufen sowieso Leute weniger Fahrkarten, weil sie selber ein Abo haben oder auf ihren Handys ihr Abo haben oder halt einfach, ich sag jetzt einfach mal, ohne Fahrkarte unterwegs sind. Also auf gut Deutsch schwarz fahren. Was man übrigens eigentlich auch gar nicht mehr so sagen darf nach manchen Kreisen. Gerade zum Thema Black Lives Matter war es ganz groß angesagt gewesen, dieses Schwarzfahren gar nicht mehr so zu verwenden. Finde ich absoluter Humbug. Das hat eine ganz andere Bedeutung, die ich jetzt leider gar nicht mehr auch so auf dem Kerbholz habe oder aus dem Hut ziehen kann. Aber es hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand, ein Schwarzer, dafür bekannt ist, dass er schwarz fährt oder beziehungsweise ohne Fahrkarte und unterwegs ist. Das hat damit in keinster Weise zu tun. So. Hallöle. Oh, der nächste Herr.
Oben zur Fahrkarten für mich, bitte. No. Was kostet das Ticket? Das kostet, was ich sag's dir gleich. Auch ein schöner Mod, neue Stimmen, die wir auch bei Sebas haben. Wir haben ja ungefähr 4 verschiedene Stimmcharaktere mit KI gesteuert. Und das Ganze soll auch nochmal geupdatet werden. Kann ich auch gerne in die Videobeschreibung packen. Das kommt doch irgendwann später mal für Frauen. So, dann müssen wir aber erstmal auf AB zurückgehen. Und Einzelfahrausweis. 3 Euro der Herr. Einmal hier bar gezahlt. Vielen lieben Dank. So, kurz mal in den Spiegel geblickt. Und dann geht's auch schon weiter. Da vorne müssen wir nämlich links abbiegen. Oh, stell rüber, ist gerade gelb. Ja, also in Ordnung. Aber es ist wirklich gerade aktuell sehr wenig los. Das können wir uns aber trotzdem mal gegebenenfalls angucken. Wie gesagt, ich habe ja auch immer nicht so viel Ahnung. Ich habe zwar auch schon Stunden in Sebas verbracht. Ich weiß, dass wir halt wirklich in vielen Bereichen sehr viel Realismus hier pflegen. Und ich denke mal, wenn wir das Ganze jetzt mal auf 16, 17 Uhr legen, wird hier wesentlich mehr los sein. Ah, hier sind ein paar ausgestiegen. Okay, will die junge Dame vielleicht einsteigen? Nee, will sie nicht. Also der Mod ist auf alle Fälle eingeschaltet. Ich muss aber sagen, hier halten wenig Fahrzeuge auch zweite Reihe. Also wir sehen relativ wenig davon. Finde ich gerade ein bisschen schade. Da vorne müssen wir gleich hier an der Kurve so ein bisschen halten. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche ein Ticket. So, kriegst du auch. Ach, das war schon richtig gewesen. Einfach 1 Fahrausweis, bar und 2 Euro. Dorfbrücke oder doofe Brücke. Die doofe Brücke kommt als allernächstes. Dann ist es auch gar nicht mehr weit. Dann haben wir auch schon bald die Endstation erreicht. Also viel ist es jetzt auch nicht mehr. Achso, vielleicht auch mal zum Thema Real KI Mod, wenn ihr die installieren wollt. Hier sehen wir vielleicht beim Taxi irgendwelche specialigen Lackierungen. Nee. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt irgendwie deaktiviert worden ist. Während unserer Fahrt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber irgendwie. Na gut, werden wir einfach mal gucken. Erstens, ob wir jetzt hier bei der Dovebrücke. Also an war auf alle Fälle gewesen. Wir haben ja auch die paar Fahrzeuge entdeckt, die gar nicht mehr so dazugehören. Auch Sachen Polizeiwagen, der BMW. Hi. Moin. Nee, und vielleicht zum Thema Sebas vielleicht auch nochmal. Da war auch mal so ein bisschen die Frage gewesen, als die Leute um TMA ja schon mal die neue Linie ein wenig vorgestellt haben, ob denn vielleicht auch andere Städte eine Möglichkeit wären. Und das haben die gar nicht abgeschlagen. Die Plan bzw. Es war ja schon längeres Gerücht, dass ja auch TML eigentlich an ein Hamburg dieses hier so ein bisschen arbeitet. Hi. Hi. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Dazu kam aber jetzt auch nichts weiter. Ich glaube, ich weiß ja auch nicht, wie es bei den Jungs und Mädels da so ein bisschen abläuft. Weil wenn ihr einfach bedenkt, die müssen jetzt mehrere Spiele hier bedienen und sagen sich vielleicht, warte mal, 24-Stunden-Ticket, BC, und sind doch ein relativ kleines Team, dann haben die was beim Fernbus-Simulator zu tun, bei Sebas sowieso hier und da und überall. Und nebenbei, wenn sie wirklich noch am Hamburg dieses Jahr arbeiten, ist es auch weniger Zeit. Aber ich finde es halt schon mal schön, dass sie nichtsdestotrotz trotzdem ihre Community bei vielen Dingen schon mal so ein bisschen informieren.
nicht Stillschweigen bewahren, weil es macht sich halt immer nicht gut. Klar, du hast deine Mannequin, so wie ich es bin, die das Spiel gekauft haben und dir treu bleiben werden, aber für spätere Kunden wäre es immer nicht schlechter, mal schnell zu zeigen, hey, hier tut sich was. Ihr habt das Spiel jetzt gekauft, aber guck mal, hier tut sich immer noch was. Das Spiel ist jetzt hier nicht am Ende, es fängt erst so richtig an und nicht von Hören und Hören und Sehen sagen so ein bisschen, ja, ich habe gehört, ich habe gelesen, es soll noch weitergehen, sondern also von irgendjemand x-beliebigen aus irgendwelchen paar Ecken, sondern selber das mal ganz gerne lesen oder auch per Video sehen können. So, Marsstraße. Müssen wir einmal in den Kreisverkehr rein, das wird jetzt gleich richtig lustig. So, hier müssen wir aufpassen, wir könnten eine grüne Ampel gleich bekommen. Da neben der Großampel, die zweischaltige Ampel, die könnte gleich auf grün zeigen. Müssen wir nur mal aufpassen, ich glaube, die dürfen natürlich dann auch rechts abbiegen. Jetzt. Das war sogar die Busampel gewesen, wie geil ist das denn? So. So, mal gucken, wir halten uns mal erstmal hier mittig. Und jetzt einmal rechts. Da macht sich halt eine VR-Brille extrem gut. Mal schnell rüber gucken. Können wir natürlich hier auch. Ich muss bei hier mal auf mein Lenkrad oder mein Steuerkreuz. Oh, da vorne müssen wir auch halten. So, mal gucken. Ah, jetzt sind keinerweise professionell gewesen. Und dann warten hier auch noch wieder ein paar Fahrgäste. Sitzen da einige Leute am Restaurant? Zufälligerweise? Sieht so aus, wa? Ah. Habe ich aber auch nicht so oft gesehen, dass hier welche wirklich drin sitzen. Und zurück zum Spiel. Naja. Okidoki. Ey, aber es ist wirklich gar nichts los hier. Das verwundert mich jetzt wirklich ganz dolle. Achso, vielleicht noch mal ganz kurz darüber gesprochen, wegen dem Real AI-Mod. Falls ihr irgendwelche Probleme haben solltet, dann kann es daran liegen, weil ihr wahrscheinlich sowieso mit Mods ein bisschen vertraut seid, dass einige KI-Mods, also zum Beispiel irgendwelche Mods, die jetzt zum Beispiel von guten Poshi, wo ihr auch schon DRL und Hermes und die ganzen Mods habt, dass ihr diese erstmal deaktivieren müsst. Also alle Mods, die ihr vorher schon habt, die die Fahrzeuge ändern, die müsst ihr im Endeffekt deaktivieren und im besten Fall diesen Real KI-Mod einfach auf die oberste Stelle auf 0 legen, dann dürfte es im Endeffekt nicht zu Abstürzen kommen. Aber ich bin bisher schon, dass hier so wenig los ist. Kann, wie gesagt, wirklich mit der Zeit zusammenhängen. Ich weiß ja, ob der Mod vielleicht jetzt irgendwas macht, aber eigentlich normalerweise nicht. Bei meinem kleinen Testvideo bin ich aber auch auf den Nachmittag gefahren. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade hier so ein bisschen in der Mittagszeit. 3:45 ist es gerade einmal. Aber es ist halt wirklich sehr wenig los. So weit haben wir es auch gar nicht mehr. Lebensstraße. Noch insgesamt 3 Haltestellen sind wir aber auch schon da. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Der wird nämlich rechts abbiegen. Soll ich hier einfach mal reinfahren? Sowieso gleich ein bisschen tricky, denn ich glaube, hier wollen welche aussteigen. Wir müssen erst einmal hier halten und dann müssen wir nach der Ampel gleich auf die linke Spur wechseln. Aber das Coole ist, wir haben hier eine Busampel. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich schnell einsteigen, könnt ihr mal gleich loslegen. Hallo, hi. Ich brauche einen Fahrschein. Oh. So gut, das passt ganz gut. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Hi. Muss mich nicht da durchwurschteln. Oh, 20 Euro. Boah, ey. Ich bin Busfahrer. Also,
Darf ich jetzt aus meiner eigenen Tasche zahlen oder was? Ich hab jetzt hier nicht so viel. Jetzt 3,50 und 20-Euro-Schein geben. Ist ja nicht dein Ernst. So, hier, bar. Dann kriegst du zurück. Hier kriegst du 5-Cent-Stücken zurück. Ja, du, ich hab mir auch nicht ausgesucht, jetzt hier 20 Euro zu bekommen. Die kann ich nicht reinstecken, die muss ich in mein Portemonnaie reinpacken. Dann muss ich wiederum das, was im Portemonnaie zu finden ist, als Wechselgeld da reinpacken. Wenn ich das nicht habe, muss ich daran denken. Wenn ich daran denke, meldet sich dann mein Chef bei mir. Ich krieg Ärger, Abmahnung, verliere meinen Job, Frau und Kinder verlassen mich. Der Hund bleibt auch nicht bei mir, weil er denkt sich, nee, der kann jetzt auch kein Futter mehr kaufen, das arme Schwein. Und deshalb kriegst du das Ganze jetzt in 5-Cent-Stücken. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht denkst du beim nächsten Mal daran, nicht unbedingt mit 20 Euro zu zahlen. Ja, ist Käse, wa? Könnt ihr mal schnell durchrechnen. 16,50 durch 5 Cent. Wie viel ist das da? Genau, viel. So, mal, junge Dame, ich habe auch noch Zeit. Wissen Sie, ich muss erst in 3 Minuten abfahren. Also die Möglichkeit, die bestünde immer noch. Da kann ich immer noch warten. Ich habe sie übrigens ausgerechnet. Das sind 330 Centstücken. Bitteschön. Ich hab noch Zeit. Guck mal, gerade mal jetzt hier 12.50 Uhr. 2 Minuten muss ich erst los. Obwohl ich auch sagen muss, geht jetzt von meiner Pause ab. Meine Frau hat mir schon Mettbrötchen geschmiert. Das krieg ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr runter. Alles wegen 20 Euro. Also, ich muss nur kurz mal aufpassen. Zack. So, die wird sich freuen. Portemonnaie schwerer als eine Handelscheibe für Bodybuilder. So, passt auch ganz perfekt. Guck mal, wir dürften jetzt gerade losfahren. Jetzt müssen wir hier ordentlich die Spuren wechseln. Denn wir müssen hier vorne links abbiegen. Und guck mal, was für eine Ampelphase. Müssen wir hier halten. Und hier ist ein bisschen mehr los am Zoo. So, darf ich hier reinfahren? Ja, hier darf ich reinfahren. Aber auf ihr Kindheitserinnerung. Ich war früher mal McDonald's gewesen hier zur rechten Seite. Ich glaube mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Kann mich aber auch irren. War früher mal sehr gerne dort einkaufen. Damals war aber hier am Kudamm. Der hat doch nicht so richtig schickimicki. Du hast doch deine paar Läden gehabt, aber im Endeffekt hast du auch viele so eine kleine Subläden gehabt, die man gar nicht so kennt. Aber auch so Coffeeshops und sowas alles. Also das war schon irgendwie richtig geil gewesen. Gut, Herzallee, Endstation. Haben wir endlich geschafft. Ja, Freunde, das war auch schon gewesen. Ich würde mit euch mal ganz kurz gleich mal in eine etwas andere Zeit springen, oder zu einer etwas anderen Zeit, denn ich will mal gucken, wie ist es, wenn es zum Beispiel auf Nachmittag ist. Da müsste ja wesentlich mehr los sein. So, Fahrgäste steigen alle aus. Dann gucken wir uns mal an, wie sieht es eigentlich so gegen 16, 17 Uhr aus. Machen wir mal 16 Uhr. So, wir fahren mal in eine etwas andere Strecke. Wir fahren nämlich mal hier rechts rein. Schön. So, wir fahren jetzt einfach so ein bisschen hier unseren Weg, wie wir gerne wollen. Oh, cool. So, es ist auf alle Fälle... Oh ja, wir fahren schon jetzt ein paar Fahrzeuge hier lang. Soll hier so ein bisschen aufpassen. Ja, es ist doch ein bisschen mehr jetzt schon mal. Oh, ah, toll. Das ist wieder typisch. Das ist wieder typisch Deutsch und Berlin. Man kann ja auch mal warten. So. Kurz mal hier warten. Ja, auf alle Fälle ist schon ein bisschen mehr los. Guck mal hier vorne. Oh, komm, wir fahren mal hier rechts rein. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt hier rechts eigentlich langkomme. So lange dürfte es gar nicht da lang gehen. Ah, siehst du, guck mal. Aber man merkt schon, es ist doch ein bisschen mehr jetzt los um die Zeit, um knapp 16 Uhr. Und guck mal, wir sehen auch hier und da ein paar andere Fahrzeuge. Jetzt hier auf der anderen Seite. Da wieder der LKW. Oh, guck mal da. Großeinsatz. Die Feuerwehr, oder? Das ist doch bestimmt die Feuerwehr. So, fährt er einfach über Rot? Nee. Deswegen, also das war wahrscheinlich jetzt nicht so machbar gewesen. Aber das finde ich ganz cool. Einfach mal so ein schöner Feuerwehreinsatz. Das ist doch mal richtig geil.
Ja, Freunde, das war es im Endeffekt auch schon gewesen. Also, wie gesagt, ich finde diesen Weird-KI-Mod richtig cool. Ihr müsst halt immer so ein bisschen gucken. Mal taucht er vermehrt auf, mal ein bisschen weniger. Dann fragt man sich dann vielleicht, wo er gerade ist. Aber ansonsten, hier genau, Freenow war es gewesen, dass die Tags mittlerweile auch so eine kleine Werbebanner-Lackierung haben, wie sie es halt mittlerweile wirklich haben. Und das mittlerweile nicht nur, ich sag jetzt mal, als Mercedes, sondern auch mehrere Modelle. Also wie gesagt, ich find's richtig cool. Ich will auf alle Fälle mal Ausschau halten, dass ich irgendwann mal wieder hier einen LKW sehe mit Auflieger. Denn da wollte ich mal gucken, ob die eigentlich auch Kurven nehmen und ob das quasi zwei Glieder sind. Ich bin der Meinung, ja. Aber wie gesagt, das habe ich noch gar nicht so richtig beobachten können, weil ich bisher nur einmal gesehen habe und allzu oft kommt da gar nicht vor. Performance-mäßig, ihr merkt so ein bisschen, kann es natürlich selbstverständlich an meinem PC wie immer liegen, aber aktuell ist auch, glaube ich, wahrscheinlich Berlin hier bei Sebastian so vollgehauen, dass es Probleme gibt. Es kann aber auch sein, dass es gerade eben jetzt mit der Feuerwehr auch vielleicht ein bisschen an dem Mod liegt. Das müssen wir uns mal so ein bisschen angucken, ob das Ganze dadurch ein bisschen behoben wird. Der Mod wird sowieso noch Updates irgendwann erhalten und später aber auch die Möglichkeit, dass sie das Ganze auch über die anderen Maps spielen könnt. In diesem Sinne, Freunde, das war's gewesen. Macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.